Wieder einmal gibt es einen unglaublichen Vorwurf gegen einen heimischen Politiker. Der ehemalige Verteidigungsminister und nunmehrige BZÖ-Abgeordnete Herbert Scheibner wird der Geldwäsche verdächtigt. Der Grund sind merkwürdige Zahlungen an ihn, unter anderem vom Eurofighter-Hersteller. Scheibner selbst beteuert seine Unschuld, doch auch wenn alles legal wäre, bliebe eine mehr als schiefe Optik und die erneute Erkenntnis, dass viele Politiker noch immer nicht wissen, was sich gehört und was eben nicht. Wie aber die moralischen Standards wieder heben? Dazu gleich ein Live-Interview mit Nationalratspräsidentin Barbara Brammer. Zuvor alles über den Fall Scheibner. Martin Pusch und Eva-Maria Kaiser berichten. Manchmal kann es auch schnell gehen. Vor 5 Tagen werden die Schmiergeldvorwürfe gegen Herbert Scheibner bekannt. Seit heute Mittag ist der Weg frei für die Aufhebung seiner parlamentarischen Immunität. Die Beratungen im zuständigen Ausschuss dauern gerade einmal 5 Minuten. Ich glaube, also jeder, der die Faktenlage kennt, weiß es. Unsere Aufgabe war es, festzustellen, ob ein politischer Zusammenhang gegeben ist oder nicht. Der ist nicht gegeben, darum war das relativ rasch. Die Vorwürfe gegen den früheren Verteidigungsminister wiegen schwer. Es geht um mögliche Geldwäsche und Schmiergeldzahlungen. Besonders bekannt, Scheibner hat im vergangenen Jahr ausgerechnet für Eurofighter gearbeitet. Alles korrekt, sagt Scheibner. Was aber auch er zugeben muss, die Optik ist nicht die beste. Ich gehe davon aus, dass wenn man hier objektiv an einer Aufklärung Interesse hat, und davon gehe ich auch aus, dass diese Dinge innerhalb einer Stunde auszuräumen sind und aufzuklären sind. Scheibners Hausbank kommen Geldtransaktionen in der Höhe von 400.000 Euro verdächtig vor. Nun ermitteln Bundeskriminalamt und Staatsanwaltschaft. Zu klären gilt auch, warum überweist der Ex-Minister mehr als 200.000 Euro an 2 undurchsichtige Firmen auf Zypern und den Virgin Islands. Die Überprüfung Scheibners war kein Zufall. Werden dann solche Personen ganz bewusst abgeklopft? Sind sogar verpflichtet, dass sogenannte BEPS einer besonderen Prüfung zu unterwerfen sind. Das sind BEPS so heißt? Politisch exponierte Personen. Ja. Es ist wie bei jedem, jede Transaktion zu prüfen. Und es ist auch festzuhalten, und es, jede Bank hat zu prüfen, ob es sich hier um eine politisch exponierte Person handelt. Und da gibt es besondere Vorschriften über eine erhöhte Sorgfaltspflicht für Banken und für Kreditinstitute. 60.000 Euro kommen von der Eurofighter Jagdflugzeug GmbH. Details über das Geschäft will Scheibner nicht verraten. Er habe dem Unternehmen geholfen, in einem arabischen Land Fuß zu fassen. Involviert ist nicht seine Firma in der Wiener Innenstadt, sondern sein bisher unbekanntes Unternehmen in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Vorerst nicht illegal. Doch muss der Ex-Verteidigungsminister mit jener Firma Geschäfte machen, die vor 9 Jahren den Zuschlag für ein 2 Milliarden Euro Geschäft erhalten hat? Und warum verrät er nicht das Land, in dem er für Eurofighter tätig war? Vermutlich ist es der Oman, den Scheibner mehrmals besucht hat. Auch im Parlament hat er sich immer wieder für den Wüstenstaat eingesetzt. Wenn wir eine Rolle im Nahen Osten spielen wollen, dann müssen wir auch die richtigen Signale setzen. Sie haben jetzt vom Finanzminister ein Einsparungsziel bekommen und haben einige Botschaften, wollen Sie neu aufmachen. Eine Botschaft wollen Sie schließen, gerade in einem arabischen Land, im Oman, das völlig falsche Signal. Und zu diesen Zahlungen, 350.000 Euro von der Alpine Bau Deutschland und 30.000 Euro von der Schweizer Munitionsfirma Saltech, will Scheibner noch weniger sagen. Auch unsere Anfragen bei den Unternehmen werden gar nicht oder dürftig beantwortet. So heißt es etwa von der Saltech: Dieser Vertrag steht in keinem Zusammenhang mit irgendwelchen Beschaffungen des österreichischen Bundesheeres. Ich sage Ihnen noch einmal, ich verstehe, dass man nachfragt, was sind das für Zahlungen von der Jagdflugzeuggesellschaft. Überhaupt keine Frage. Das habe ich Ihnen, glaube ich, jetzt auch erklärt. Und das werde ich auch der Staatsanwaltschaft zu erklären. Werde dort die Verträge hingeben, werde den E-Mail-Verkehr hingeben, den ich auch gehabt habe mit meinen Partnern in der Region. Und aber alles andere sind ganz normale Projektentwicklungsgeschäfte. Klingt soweit legal. Doch wieder schlägt die schiefe Optik zu. Denn wie der Reporter fährt, macht die Firma Saltech seit 2 Jahren auch Geschäfte mit dem österreichischen Bundesheer. Wir haben in den Jahren 2009 und 2011 von der Firma Saltech Munition gekauft, unter anderem diese Impulsgeschosspatrone, besser bekannt als Gummigeschoss. Insgesamt haben diese Geschäftsbeziehungen ein Volumen gehabt von 0,8% des Budgets, das insgesamt für Munition zur Verfügung steht.
Und das sind etwa 200.000 Euro. Die Zufälle häufen sich, denn auch die Alpine Bau ist für das österreichische Bundesheer tätig. Mögliche Unvereinbarkeiten? Herbert Scheibner war für ein Interview zu diesem Beitrag nicht bereit. Wir haben bereits vergangene Woche unsere interne Revision beauftragt, beide Geschäftsbeziehungen sowohl zur Firma Saltec wie auch zur Firma Alpine zu überprüfen. Wir wollen zu 100% sicher gehen, dass unsere strengen Bestimmungen im Bereich der Beschaffung in Punkt und Beistrich eingehalten wurden. An die Häufung von Zufällen im Zusammenhang mit dem Ankauf der Eurofighter glaubt der grüne Peter Pilz schon längst nicht mehr. Er wirft Herbert Scheibner beim damaligen Vergabeverfahren sogar Schiebung vor. Mich interessiert eigentlich was wesentlich Wichtigeres. Nicht, was ist los mit dem Ex-Minister Scheibner, sondern was war los mit dem Verteidigungsminister Scheibner. Im Februar 2002, also ist eine plötzliche Rettungsaktion für Saab und Eurofighter im Verteidigungsministerium gegeben hat. Und da wissen wir erst seit kürzerer Zeit, dass Mensdorf Puy nach London am British Aerospace einen Erfolg gemeldet hat. Nämlich, dass er mit offensichtlichen Schmiergeldzahlungen im Verteidigungsministerium erwirkt hat, dass Saab und Eurofighter plötzlich wieder im Rennen waren. Und da habe ich mir die Akten angeschaut und da haben wir einiges gefunden. Wir uns gefragt haben, ja, wer hat da für den Mensdorf Puy Erfolg gesorgt? Und da finden wir drei führende Beamte und den Verteidigungsminister. Und das begründet einen Verdacht. Schiebung zugunsten von BAE? Ein Vorwurf, den das BZÖ heute entschieden zurückweist. Fakt ist jedenfalls, BAE Systems war damals in einer komfortablen Situation. Der Konzern hält Anteile an beiden favorisierten Flugzeugtypen, am Eurofighter und am Gripen. Fakt ist auch, in der Eurofighter-Affäre sind zahlreiche Verfahren anhängig, etwa gegen Alphonse Mensdorf-Pouilly, der damals für BAE Systems als Lobbyist tätig war. Seine Aufgabe soll gewesen sein, dafür zu sorgen, dass die amerikanischen F-16 nicht zum Zug kommen. Der Staatsanwalt wirft ihm Bestechung und Geldwäsche vor. Im Hausdurchsuchungsbefehl aus 2008 wird eine interessante Passage zitiert. Mensdorf-Pouilly rühmt sich demnach in einem Schreiben an BAE Systems mit folgenden Worten. In Anschluss an die aggressive Zahlung von Erfolgsprämien an wichtige Entscheidungsträger sei die Entscheidung für den Eurofighter gefallen. Der EADS-Konzern, vom Airbus bis zum Eurofighter. Neue Innovationen und Hochtechnologie für Österreich. Fernsehspots und Inserate. Damals wurden keine Kosten gescheut. Im Eurofighter-Untersuchungsausschuss kamen viele dubiose Zahlungen ans Tageslicht. Etwa die Millionengagen an die Werbeagentur des Ehepaares Rumpold, was der für die Vermarktung zuständige EADS-Manager wortreich verteidigt. Ich weiß, was Sie mir angeboten haben. Ich habe das da drin schon gesagt. Das war ein sogenanntes Susi-Sorglos-Paket. Sie haben mich bei meiner Roadshow begleitet. Sie haben das vorbereitet. Sie haben mir das Auto zur Verfügung gestellt. Sie haben mir die Dossiers gemacht. Wo fahre ich hin? Wer ist das? Klaus-Dieter Bergner ist heute selbst im Visier des Staatsanwalts. Er und zwei Waffenlobbyisten stehen unter dem Verdacht der Bestechung und Geldwäsche. Sie sollen Jahre nach der Anschaffung im Zuge der Gegengeschäfte EADS geholfen haben, über ein Firmenkonstrukt an Unternehmen und Beamte Schmiergeld zu zahlen. Vorwürfe, die alle drei zurückweisen. Insgesamt ist von mehr als 84 Millionen Euro die Rede. Der Staatsanwalt lässt jetzt alle Gegengeschäfte neu prüfen. Die Hinweise, die es gibt, sind ganz konkrete Hinweise, dass es niemals echte Gegengeschäfte gegeben hat und wenn, dann nur ganz, ganz wenige. Dass ein Großteil der Gegengeschäfte schlicht und einfach Fälschungen sind, die aufgrund von Bestechung zustande gekommen sind. Und das muss untersucht werden. Das Ziel der mutmaßlichen Täuschung, EADS, könnte sich so millionenschwere Pönalezahlungen ersparen. Denn diese wären fällig. Um die rechtlich sollten nicht alle verwandten Vorwürfe vertraglich zugesichert gegen Herbert Scheibner werden. Gegengeschäfte werden sich noch die Behörden zustande kommen. Behörden kümmern die für die politische Dimension alle genannten gilt dieser und die Unschuldsvermutung anderer Affären.